Hallo Leute, ja, nächster Tag, für mich, eventuell auch für euch, je nachdem, in welchen Abständen ihr guckt oder auch nicht Abständen. Naja, ich wollte jetzt mich mit den Dattalias ein bisschen kloppen, Was wobei soll ich ich denn jetzt heute Abend kochen? erstmal, was du kochen sollst, kann ich dir nicht sagen. Raus, verdammt nochmal! Essen wir. Bitte, Ja, ich muss töte jetzt mich erstmal nicht! zu einem FBI-Heini. Ja, da ist er ja schon. Nächste Querstraße. Denn die Vendetta würde ich dann doch gerne beenden. Einfach aus dem Grund. Vendettas machen sich einfach nicht gut im Geschäft. Gibt schönere Sachen als eine Vendetta zu haben und dann mit den ganzen Leuten da wirklich die ganze Zeit Stress zu haben, aber naja. Sie sollen in einer Ent Falls Sie am Fall Corleone arbeiten, schließen Sie ihn ab. Kapisch? Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Ja, auf jeden Fall haben die das auch verdient. Ja, Bandenkrieg gewonnen. Minus 1000 Vendetta-Punkte. 600 bei den Kunios. Und das war's. Okay. Also diesmal nicht so viel Ärger gemacht gehabt. So, jetzt ist die Sache, wir haben noch ein paar Tattaglia-Läden hier, aber nicht hier, ne? Hier unten, genau. Hier unten haben wir die. Was zum Teufel? Ups. Zwei Leute wollen auf uns fahren. Das ist mit den Chats, die man nebenbei hat, ist das immer blöd. Ich meine, ich würde es ja lassen, aber die Leute, mit denen ich schreibe, die haben so wenig Zeit, da muss man dann schreiben, wenn die gerade, da muss man dann mehr oder weniger direkt antworten. Ich bin spät dran. Damit das, ja, damit man mich da irgendwie unterhalten kann. Dann kennt das sicher auch irgendwelche Leute, die dann du Mistkerl! Nur selten schreiben, dann. Was solltest du antworten und da irgendwie was an Konversation zustande kommt. Die Tattaglias, die sind so orange-braun. Mal sehen, ob man ich hier brauche Hilfe! Scheint sich keiner zu verstecken. Ach, das ist eine Filmrolle. Ach, die Verstecke sind so offensichtlich, aber man muss erstmal dann zu welchen hingehen. Ich reiß dir den Arsch auf! Ich wollte schon sagen. Ich mach dich fertig! Na? Was willst du? Warum tun sie das? Warum ist das Uhr? Gute Frage. Okay. Muss ich deutlicher werden? Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Wie kann ich sie überzeugen? Ah. Ich halte das nicht mehr aus! Was ist das denn hier? 750 oder wie? Wieder so ganz krumme Beträge.
Ah, lassen wir es dabei, bevor das... Wollen Sie unbedingt sterben? Falls nicht, geben Sie mir, was ich will. Okay, ich hab schon verstanden. Und ich glaube, das von einem Hotel. Alter Schwede, ey, das hätte ich nicht gedacht, dass ein Hotel so wenig abwirft. 45 nur. Das ist 45.000, die interessieren doch nicht. So, können wir auch gerade speichern geben. Was haben wir hier liegen? So, kurz gespeichert. Moment. Eieieiei. Mann, ich muss mir das dringend abgewöhnen. So. Hier ist nichts. Wollen wir nochmal sehen? Auch nichts. Gehen wir mal hoch. Scheint auch nichts zu sein. Oh, da ist ein Safe. Die Frage ist, ist der vom Hotel oder ist der vom illegalen Geschäft, was hier eigentlich sein sollte? Zumindest theoretisch. Naja. Ich werde es wohl irgendwann mal rausfinden. Soweit alles geklärt. Weiter hoch geht's nicht. So. Wie komme ich denn zur Carnegie Hall? Es ist mir eine Ehre, Sir. Okay, erstmal auf der Karte den nächsten Tatalia-Laden suchen. Gott. Okay, einen Laden haben sie noch. Ja, natürlich. Dafür muss ich aber hier hinten hin. Das heißt, hier entlang. Ja, das sollte ich hinkriegen. Wenn ich denn ein Auto finde. Ah, da steht ja eins. Ich sollte das eigentlich hinkriegen. Oh, 118.000. So eine Kleinigkeit eben. Oh Mann, das gibt richtige Kohle, wenn ich aufsteige. Wow, was ist das? So. Da ist noch ein Laden. Der wirft aber nicht viel Geld ab. Moment, ich muss mal meine Armbänder. Ach ja. So.
das hier eigentlich für ein Import? Italian Goods. Naja. Ein Importladen für. Das ist ein italienischer Laden. Italienischer Laden. Wollen wir mal sehen, ob hier noch andere Leute unterwegs sind, die man eventuell erschießen müsste. Zum Beispiel der und der. Eventuell auch der. Da hinten ist noch einer. Alle drei mit einem Headshot erledigt. Aber okay. Das ist ja jetzt nicht so wild. Sogar mit Hinterzimmer. Dann wollen wir doch mal. Unterm A am Anfang noch. Was kostet das? Sachbeschädigung. Sehr schön. Warum machen Sie das mit mir? Muss ich Sie erst verprügeln? 250. Ohne Augen sieht es sich schlecht, mein Freund. Ich zahle, aber machen Sie nichts Dummes. Aber, naja. 250 geht auch. Und der Tür öffnen. Ist hier kein illegales Geschäft drin? Das ist echt so verrückt, dass ich jetzt die ganze Zeit Läden finde ohne illegales Geschäft. Das ist einfach unglaublich. Eigentlich. Ja, ich würde sagen, fast schon unmöglich, dass es so oft passiert. Also, vielleicht hätte ich ein paar mehr Lastwagen anhalten sollen oder so. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie. Irgendwie gibt es wohl keine Möglichkeit, die dazu zu kriegen. Weil die fahren ja jetzt alle weg, so lange, bis sie dann getroffen sind und explodieren am Ende. Was ich jetzt nochmal gucken wollte, war da zum Beispiel. Manchmal gibt es so Ecken, wo die dann einfach warten. Genau, und da sind dann so Sachen wie Geld in den Kisten. Oder wenn dann jetzt ein Laster steht, ist da Beute. Irgendwie diese Geld zu geben. Naja, mal sehen, was diesmal ist. Anscheinend nichts von allem. Oder hatte ich irgendwie groß Geld gemacht? Ja, beim ersten Schuss qualmt er schon, beim zweiten ist er verzogen, dritter. Ich dachte, der wird schnell in den Griff gehen. Naja. Okay, dass ich nicht vorbeikomme. Das da oben sieht zwar cool aus, aber da werde ich nie im Leben drauf können. Das ist der Seiteneingang, okay. So seitlich? Soll ein langer Flur sein hier. Gut. Naja, aber hier passt, hier ist der Übergang. Und ist hier die Garage. Naja. Okay. Wollen wir nochmal gucken. Hier hinten haben wir auch noch zwei erschossen. Aber denen ihre Sachen sind wohl schon weg. Nein. Hier von dem nicht. Haben wir noch meinen roten Flitzer hier? Nee. Sieht nicht danach aus. Ich hätte noch auf ein illegales Geschäft gehofft. So üblich ist mitten an einem Bahnhof. Von daher. Hm.
Na dann.